Es gab viel Lob von höchster Stelle auf der Eröffnungsveranstaltung der Lokalrundfunktage in Nürnberg, wenn auch zunächst aus traurigem Anlass. Der Präsident der BLM, Siegfried Schneider, zeigte sich beeindruckt vom Einsatz der Regionalsender während der Hochwasserkatastrophe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sender in den am stärksten betroffenen Städten Deggendorf und Passau haben in den zurückliegenden Wochen großartige Arbeit geleistet. Dies gilt für die lokalen Fernsehsender DonauTV und Teleregional Passau ebenso wie für die Hörfunksender Unser Radio Passau und Unser Radio Deggendorf. Die Flut habe auch gezeigt, dass die neuen Medien für den lokalen Rundfunk immer wichtiger werden. DonauTV, so hat mir Geschäftsführer Thomas Eckel erzählt, konnte innerhalb einer Woche die Freunde auf Facebook mehr als verdoppeln. Eine nicht unerhebliche Zahl neuer Facebook-Freunde ging heuer aber nicht nur auf das Konto der Hochwasserkatastrophe, sondern auch auf das Engagement dreier Mädels von DonauTV. In Nürnberg wurde ihre verrückte Idee belohnt. Die Fernsehanerkennung in der Kategorie Promotion geht an Carina Feitel und Susi Riedel, DonauTV Regionalfernsehen. Das Schneeballprinzip. Es beruht darauf, dass etwas sehr schnell und vor allem oft verbreitet wird. Nur so können wir uns erklären, was die letzten Tage passiert ist. Ich habe so ein ähnliches Plakat bei Facebook gesehen, habe dann das meinen Mädels gezeigt und die waren sofort begeistert. Dann haben wir einen Chef gefragt und der hat uns noch ein bisschen belächelt, aber hat dann gemeint, ja, okay, gut, mach das. Freitagabend haben wir das Foto dann auf Facebook hochgeladen und konnten unseren Augen kaum trauen. Nach ganz kurzer Zeit, nach einer halben Stunde oder so, haben wir schon 5000 Likes gehabt. Dann haben wir die ganze Zeit mitgefiebert und gehofft, dass wir es schaffen. Und schon nach 2 Stunden hatten wir dann die 10.000 voll. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, schon bei über 60.000 Likes. Und das heißt für uns, wir haben am Freitag nach Weiberfasching frei. Ich sage herzliche Gratulage. Ja, freut mich. Ihr seid ja schon vorher hochgekommen und wart schon ganz aufgeregt wahrscheinlich. Ja. Hat man heute Nacht gut geschlafen, oder? Es ging, aber kurz, weil kurz. Wir sind ziemlich früh losgefahren, um 7 schon. Wie war das, als man das erfahren hat, dass man damit eine Anerkennung jetzt bekommt? Ja, Wahnsinn. Wir konnten es nicht glauben, aber ja, jetzt stehen wir hier oben. Hat der Chef einen ausgegeben? Noch nicht. So, wo ist der Chef? Chef winkt jetzt nicht, das ist klar. Chef war nämlich mit den Gedanken schon ganz woanders. Der musste sich überlegen, wie er Ihnen, unseren Zuschauern, am besten Danke sagt. Für die hervorragenden Funkanalyseergebnisse von DonauTV, die am Dienstagvormittag ebenfalls vorgestellt wurden. Platz 4 unter allen bayerischen Lokalfernsehsendern in der Königsdisziplin, den Marktanteilen für die Hauptsendung ab 18 Uhr. Platz 5 beim Reichweitenzuwachs und insgesamt ein Plus in allen wichtigen Kategorien. Ja, das sind ja unsere Schulnoten. Insofern haben wir jetzt seit heute unser Zeugnis von unseren Zuschauern bekommen. Und wenn man überall Steigerungen im Zeugnis hat, dann sind das gute Schulnoten. Und dann kann man mit der Klasse zufrieden sein. Insofern freuen wir uns, dass der Zuschauer uns so toll beurteilt hat, dass wir überall Wachstum haben. Das ist eine Auszeichnung für die Arbeit des Teams. Und die nehmen wir natürlich gerne an, aber als Anspruch, um natürlich da weiterzumachen. Und das ist ein Versprechen. Fast 120.000 Menschen schauen regelmäßig DonauTV, 28.000 sogar täglich. Wir arbeiten daran, dass es künftig noch mehr werden.